Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr mit einem gewissen Gegenstand in Minecraft ganz einfach Diamanten finden könnt. Mehr zu dem Mod nach dem Intro. Ich denke mal, jeder Minecraft-Spieler, der schon mal in einer Höhle drinne war, der kennt das Problem, dass man mal ganz gerne Diamanten übersieht. Denn hinter dieser Wand könnte einer sein oder auch nicht. Mit der Diamond Meter Mod kann man ganz einfach Diamanten ausfindig machen. Das ist ein Sensor, der Alarm schlägt, wenn man an einem Diamanten vorbeiläuft. Diesen Sensor, diesen Diamond Meter, den erstellt ihr ganz einfach. Na okay, ganz einfach ist da relativ. Man braucht 11 Diamanten, um das Ding erstellen zu können. Ich zeige euch erstmal, wie ihr das erstellt. Dazu brauchen wir 2 Diamanten. Und einen Diamantenblock, den macht ihr, wenn ihr alle Diamanten so hier mit alles ausfüllt. Eine Redstone-Torch und 3 normale Steine. Ja, dann bekommt ihr hier den Diamond-Meter. Das ist so ein kleiner Gegenstand. Der sieht jetzt noch doof aus, das kommt, weil kein Diamant in der Nähe ist. Wenn einer in der Nähe ist, zeigt er sowohl im Inventar als auch hier in der Hand verschiedene Farben an. Wir laufen jetzt einfach mal weiter. Und da könnt ihr sehen, dass sich schon was getan hat. Der Diamant ist jetzt ein paar Blöcke entfernt. Wir laufen mal weiter. Jetzt könnt ihr schon sehen, dass es auf Orange umgesprungen ist. Jetzt auf Gelb. Das heißt, er ist hier irgendwo in der Nähe. Kloppen wir uns hier mal rum. Und wie ihr sehen könnt, da ist der Diamant. Wenn wir direkt da drauf sind, dann zeigt der grüne Alarm. Aber wenn wir einen drüber sind, dann halt nur Gelb. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen seht, oder wenn das Diamantmeter Alarm schlägt, einfach alles im Umkreis mal kaputt kloppen. Jedoch aufpassen, dass unter euch keine Lava ist, weil sonst sind 11 Diamanten weg. Ja, so viel zu der Mod. Jetzt kommt die Installation. Für die Installation des Diamond Meters brauchen wir 2 Dateien. Oder eher gesagt 2 RAR- oder ZIP-Dateien. Einmal die Minecraft Forge. Der Link steht dazu in der Beschreibung. Dort ist es ganz wichtig, dass ihr euch den Latest Download runterladet. Und am besten den Universal, denn den habe ich hier auch. Und dann brauchen wir noch den Diamond Meter. Dazu steht auch ein Link in der Beschreibung. Die müsst ihr nur aufklappen. So, um die zu installieren, drücken wir die Windows-Taste auf der Tastatur und R. Dann öffnet sich hier so ein kleines Fenster namens Ausführen, geben ein Prozent, AppData%. Da kommen wir dann in unser Roaming-Verzeichnis. Dort finden wir den Punkt Minecraft-Ordner vor. Gehen dann in den Bin-Ordner und rechtsklicken auf die Minecraft-Jar. Das könnt ihr hier sehen, dass es eine Jar-Datei ist. Öffnen mit WinRAR. Das Programm steht auch in der Beschreibung drin. Das können wir erstmal hier minimieren. Öffnen dann hier die Minecraft Forge und ziehen alles aus der Minecraft Forge in die Minecraft Jar rein. Das dauert einen Moment, drücken dann auf OK. Das dauert dann auch nochmal einen Moment, bis die ganzen Dateien darüber gezogen sind. So, dann löschen wir den Meta-Info-Ordner. Wenn wir das getan haben, können wir Minecraft starten. Sollten wir sogar machen, damit die Minecraft Forge installiert wird. Login. Dann seht ihr, dass hier ein kleines Fenster kommt. Und dann ist Minecraft gestartet. Bei mir ist es gerade in Fullscreen gegangen. Das liegt aber an der Minecraft Forge. Das könnt ihr in den Einstellungen dann auch einstellen. Ja, die Minecraft Jar können wir schließen. Die Minecraft Forge auch. Jetzt brauchen wir noch den den Punkt Minecraft Ordner. Dort ist jetzt nämlich ein neuer Ordner drin erstellt worden. Falls nicht, einfach erstellen und einfach Mods nennen. Und da ziehen wir dann einfach den Diamond Meter rein. Und fertig ist die Mod installiert. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Das wäre mal ganz gut zu wissen, was ihr so über diese Mod denkt. Ob ihr denkt, dass das Cheaten ist oder einfach nur ein wenig hilfreich. Das interessiert mich mal. Ja, wenn ihr mehr Mods sehen wollt, dann lasst mir noch ein Abo da. Da kommt gleich noch im Outro so ein Button mit Abonnieren und so. Da könnt ihr draufklicken oder jetzt könnte auch einer unten sein. Das entscheide ich aber spontan. Hasta la vista.